Heute muss, und das muss, möchte ich betonen, ich wieder ein Video in eigener Sache machen. Denn gerade letzte Woche, da habe ich an den Tod von Igor Pawlow erinnert, der ja sehr viel in dieser Dyatlov-Sache geforscht und ans Licht gebracht hat. Und dann bekomme ich von Theodora Hadziska die Nachricht, dass am 11. August, also gestern, Juri Kuntschewitsch gestorben ist. Und wer meine Videos aufmerksam verfolgt hat, dem ist der Name zumindest ja bekannt. Juri Kuntschewitsch, das war der Leiter der Dyatlov Foundation. Und er war der Verwalter des Nachlasses der Dyatlov Gruppe. Da hat er in einem Museum einen Raum eingerichtet. Da konnte man all das live ansehen, was die Gruppe dann zurückgelassen hat, inklusive Zelt und aller Gegenstände, die waren dort ausgestellt. Juri war der Mann, der das Gedenken an die Gruppe eigentlich hochgehalten hat. Er und die Dyatlov Foundation. Und er war ein ebenso eifriger Forscher in dieser Sache wie Igor Pawlow. Und es gibt ganz viele TV-Dokumentationen aus aller Herren Länder, da konnte man ihn sehen, denn die erste Anlaufstelle, wenn eine Dokumentation über den Dyatlov Pass gedreht wurde, das war halt immer er und sein Museum. Und bei der Dyatlov Foundation, da liefen auch immer so die neuesten Informationen, die irgendjemand irgendwo ausgegraben hatte, zusammen. Und Kuntschewitsch, der hat ganz viele Expeditionen zum Dyatlov Pass gemacht. Und jetzt ist er bei einer dieser Expeditionen gestorben. Beziehungsweise er musste diese Expedition, die Leitung dieser Expedition abbrechen. Diese Expedition, die begann am 31. Juli. Darunter war auch der britische Journalist Graham Phillips, der ebenfalls an einer Dokumentation über den Dyatlov Pass arbeitete. Aber am ersten Tag der Reise, also nach 6 Kilometern Marsch, da musste Juri Kuntschewitsch diese Expedition abbrechen. Zumindest für sich selbst. Er bekam Schwierigkeiten bei einer alten Knieverletzung, die es ihm nicht möglich machten, weiterzugehen. Einer der Beteiligten, der brachte ihn zurück in das Basislager am Fluss Auspia. Von dort aus, da schloss sich Kuntschewitsch der nächsten Gruppe an, die dort vorbeikam und zurück nach Iftel ging. Und diese Gruppe, die berichtete, dass er während dieser ganzen Zeit extreme Probleme mit seinem Knie hatte. Er konnte also kaum noch laufen. Bei der Ankunft in Iftel, da wurde er dann in ein Krankenhaus eingeliefert, weil er einen allgemeinen Schwächezustand hatte. Bei der dortigen Untersuchung stellte man dann fest, dass er noch eine Lungenkapazität von 40% hatte. Und obwohl die Ärzte dann nach einigen Stunden aussagten, dass er auf dem Weg der Besserung sei, verstarb er. Und derzeit ist die Diagnose so, dass er an Covid-19 verstarb. Und jetzt bitte ich um eure Aufmerksamkeit. Das hier ist ein Gedenkvideo für Juri Kuntschewitsch. Es wäre deshalb sehr nett, wenn man unter diesem Video jetzt nicht über Covid und Impfung und für und wieder und solche Dinge redet. Das hier ist ein Gedenkvideo für einen verstorbenen Mann und das bitte ich zu berücksichtigen. Vielen Dank. Juri Kuntschewitsch, der hat diese Dyatlov Foundation und dieses Dyatlov Museum jetzt 20 Jahre lang geleitet. Aber er hat sich wesentlich länger mit dieser Sache befasst, denn er ist einer der wenigen, die zum Beispiel Igor Dyatlov noch persönlich kannten. Da war er gerade mal 12 oder 13 Jahre alt. Ich habe einmal gelesen, dass er diese ganzen Vorbereitungen der Gruppe da persönlich mitbekommen hat und dass er sich schon freute, wenn sie zurückkommen, dass man ihm erzählen würde, was sie da für Abenteuer erlebt haben. Aber naja, das Ende kennen wir ja alle. Er hat in den späteren Jahren immer vorsichtig versucht, irgendetwas herauszufinden, was ja zur Zeit der Sowjetunion nicht ganz ohne Risiko war. Und nachdem die Sowjetunion dann zerfallen war, dann hat er dann richtig Gas gegeben. Der hat diese ganzen Dinge gesammelt, die der Dyatlov-Gruppe gehörten. Der hat dieses Museum gegründet, die Foundation. Also der war da richtig aktiv. Und auch mit ihm ist jetzt ein wirklich wichtiger Mensch in dieser Erforschung der Dyatlov-Sache gestorben. Und es steht zu befürchten, dass da jetzt früher oder später noch andere folgen könnten. Und das hat dann nichts damit zu tun, dass die Leute da um die Ecke gebracht werden. Es ist eher so, dass die Mitglieder der Dyatlov Foundation, diese erste Generation, die sich damit befasst hat, die zum Teil die Leute noch kannte, einfach mittlerweile sehr alte Menschen sind. Einige von ihnen, die haben die 80 schon weit überschritten. Es gibt zwar dann noch ein paar deutlich jüngere Menschen, die sich damit befassen und die wahrscheinlich sozusagen das Erbe dieser Foundation antreten werden, aber das sind halt dann Menschen, die diese Gruppe eben nicht persönlich kannten, die dann diese Dinge weiter verwalten werden.
Und mit Juri Koncevic ist jetzt, wie gesagt, einer der wichtigsten, die wir in all den Jahren nach dem Zerfall der Sowjetunion hatten, verstorben. Es gibt auch für Juri Koncevic auf der Seite von Theodora Hadziska ein Kondolenzbuch. Wer sich dort eintragen möchte, der findet den Link in der Videobeschreibung. Und ich möchte seiner Familie mein aufrichtiges Beileid aussprechen und für Juri selbst Ruhe in Frieden. Wir haben dir viel zu verdanken.